Liebes Logbuch. Es ist nun schon unbeschreiblich lange her, dass wir zusammen auf Tour waren. Ich habe lange nicht mehr in Bäumen gehangen oder an bescheuerten Orten geschlafen. Aber bekanntlich hat ja alles ein Ende. Bis auf die Wurst, aber um die geht es heute nicht. Heute geht es natürlich darum, ein gescheites Nachtlager zu finden. Und ich hoffe, ihr habt keine Angst im Dunkeln. Doch bevor ich zu viel verrate... Yes, wir wandern! Und ihr habt richtig gehört, wir wandern. Auch wenn es im Moment noch nicht danach aussieht. Aber der Treffpunkt ist einfach ein paar Kilometer weit weg. Für mich zu Fuß quasi nicht zu erreichen. Und deswegen nehmen wir die Hürde in Kauf und fahren mit dem Auto zum Wandern. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, oder ich sag mal so, ich habe mir extra dafür einen Helm gekauft. Wir treffen uns zu viert. Zwei Leute kennt ihr sogar schon. Marcel ist dabei. Marvin ist dabei. Mit denen wir letztes Jahr das Baumdorf gebaut haben. Ja. Also die Vorfreude ist groß. Erstmal aufs Wiedersehen und dann auf die Action. So, jawohl. Jetzt sind wir endlich am Ziel. Und die Jungs sind auch schon da. Moin. Servus. Schalimsche. Guten Tag. Ach ja. Marvin fehlt. Das ist wieder auf dem Pipi-Butt. Noch der Nachzügler. Genau. Dann können wir uns wieder kacken. Top. Monatelang drauf gefreut. Es geht endlich los. Wir sind unterwegs. Weil ich vorher bei dem anderen halt zugriffsmäßig oben hatte. Komplett falsch beladen müssen. Gundermann. Wildes Kraut. Essbar. Sehr, sehr lecker. Ja, dann lass mal probieren. Sehr, sehr lecker. Nicht weglaufen. Lass mich erst nochmal Kontroll lesen. Experte bist du. Ja, habe ich nämlich meinen Pilztrauma her. Mein Opa hat mit einem Pilzbuch im Wald. Deswegen, ich glaube, die kommen ja essen. Du hast ja immer übelst viel Verantwortung. Aber es müsste der Gundermann sein. Mit allem? Ja. Ja, vielleicht ein bisschen von weiter weg, wo die Hunde nicht so sind. Und die Blütenblätter, die sind etwas. Das ist schon richtig, ja. Die Hälfte, wo ich im Maul habe. Das ist nicht mal grün zu sein. Ja, das ist ein bisschen mit Bären, aber es hat ein bisschen was von Fisch auf, finde ich. Die Bären ist auch mitgegessen. Oh. Ich finde das richtig eklig. Ja? Mhm. Ja, so meinst du das auch nicht. Oh, aber ich habe auch die kompletten Blätter gegessen. Ich finde es gut. Boah. Scheiß auf Survival, da sterbe ich lieber. Das ist doch kein Weg, das ist so ein Bach. Ja, ja. Das heißt, wir müssen jetzt so ungefähr hier so die Ecke uns halten. Ja, dann nehmen wir den Bach entlang. Ja, erstmal, gell? Wow, 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 Junge, 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 Alter. Heftige Sache. Und so wanderten wir noch einige Minuten weiter. Der Weg wurde nicht weniger beschwerlich. Ich mag mir das Ganze nicht vorstellen, wenn es noch nass gewesen wäre. Aber irgendwann verdichten sich die Beweise. Riesiges Ding. Und unser Ziel wird langsam deutlicher. Direkt ganz oben gepackt. Müssen nur die Socken raus. Okay, das ist der Moment, in dem ich das Geheimnis lüfte. Wir sind in der Höhle. Und das hier sind sogar Knochen. Jetzt wir. Mit
Jetzt weiß ich, nach was Basalt riecht. Ja. Und das ist halt dieses Verrückte. Könnt jetzt da hinten lang. Ja, hier kannst du nicht lang. Das ist einfach schon wild. Wir sind hier gerade an einer schönen Stelle angekommen. Hier sind so aufgesprühte Punkte auf den Steinen. Und das ist zur Kontrolle. Denn hier, wenn jetzt neue Steine runterfallen, dann haben die natürlich keinen aufgesprühten Punkt. Aber jetzt muss ich die Jungs suchen, sonst bin ich alleine. Nur am Tropfen. Ach, und guck mal, da tropft es auch rein und da wurde auch reingesprüht. Oh Gott, ja. Neuslich hier. Oh. Fertig, oder was? Ich mag's ganz schön, ja. Ja, aber guck mal, hier ist alles voll fest. Ja, das ist hier mal stellenweise. Junge, vor uns, das ist einfach ein riesig großer Phallus. Seht ihr das? Ich kann es gar nicht glauben. Wow. Und schöne Hoden, Bruder. Der ist ein Ei, Joe. Du hängst genau unter den Klöten, Marcel. Ich bin nicht böse. Du bist die Zweite. Da geht's noch. Meine Hand hältst du schon. Ich kann ja nicht hingefahren. Ja, warte mal. Ja, gut, das ist wahrscheinlich jetzt der Gang in den Linken gewesen. Ja, das ist so. Das sind die Verschiebungen. Ja. Ja, krass, haben die da eingezeichnet. Ja, da sieht man so ein bisschen, dass der eine so ein bisschen weggeklappt. Könnte ich jetzt sagen, ja. Könnte frisch sein. Aber sieht ja noch relativ stabil aus. Ja. Voll festgeschraubt. Boah, krass. Das Tageslicht, ne? Das ist doch der gleiche, nur von der anderen Seite, oder? Nee, da ist doch kein Ast drin. Wir kriegen doch einen richtigen Weg. Meine geht wieder in die Richtung. Boah, wie heftig. Guck mal, räumen wir mal rein. Oh, der Telefon. Guck mal, ein Massagespiel. So ein Fake-Telefon! Das ist gar nicht echt. Das ist einfach so ein Fake. Wir haben Kinder gespielt. Ja. Und ein Massagegerät. Unfassbar. Das ist wie eine kleine Zeitreise hier. Ja, gell? Boah, wollen wir eine Runde klettern? Bisschen bouldern, wir landen ja weit. Wir gucken, wo wir sind. Oh, geil. Oh. Ui. Marvin, ich bin danke. Ich bin gespannt, wo das noch sein müsste. Ja. Oh ja, hier. Ein paar krass, das ist Silber. Oh, guck mal, hier so die Schrägbogen. Sieht ihr das? Ja. Krass. Alter, lass uns fotografieren. Uff. Abgefahren.
Letzte nimmt die Kamera. Tschüss. Ah, noch eine Stufe. Ja, schön blenden hier. Sorry. Sehr gut. Da kommt jetzt, da geht auch noch so ein bisschen ähnlich wie hier, aber hier kommt jetzt richtig diese Uferlagerung. Korrekt. Das ist quasi der Eingang. Kannst du ja gar nicht runterleuchten, ne? Du müsst mal eine Platte oder irgendwie so. Ich sehe nichts. Ach, da ist der Boden. Im Laser siehst du den Boden. 22 eigentlich nur. Echt? Ja, 22 Meter. Krass. Keine Ahnung warum, aber wir machen es. Ich mach die Scheiße, ist ja noch größer. Okay. So. Hast du? Mhm. Video läuft. Mittig zentrieren. Echo. 3, 2, 1, Zünder. 3, 2, 1, Zünder. Offensichtlich kann man uns nicht zu viel allein lassen. Heftiger Luftzug, der da einfach durchgeht. Und der ganze Unfug macht ganz schön. Ah, geil, Ravioli wieder. Ich weiß wieder nicht, ob ich es richtig mache. Was ich aber auch lustig fand, wir haben uns diesmal einen Pilzexperten dabei und eine absolute Pilzliebhaber dahin. Geht er gerade so in die Brühe? Ja. Oh nein. Das hier, wenn wir auch schnitten. Ja, eine Dose. Aus dem Pflaster? Ich glaube, man sieht die Wunde noch nicht mal. Ist das Ravioli nicht kalt oder warm bei dir? Warm. Jetzt war das kalt gegessen, Freund. Echt? Oder? Nö. Nee. Ich glaube, der hat so keinen Bock. Ah, nee, du hast aber erzählt, dass das auch Kindheitserinnerung ist. Dass du da. Ach, schön. Ach so, das ist der Hexenröhrling. Einmal darfst du warten, der da nicht mitmachen wollte. Genau. Geil, einer ist recht gut. 10 Minuten. Carbonat. Ach so, Dose klein. Und so wurde dann erstmal eine Weile gespeist, pausiert, getrunken und ein bisschen gelacht. Aber ist schon abgefahren, gell? Eigentlich schocken wir voll im Dreckloch. Machen uns das Essen warm und ey, es fühlt sich so gemütlich an irgendwie. Bevor wir unsere Wanderung endlich fortsetzten. Diese komische Schuhe, wie sie scheiße, wenn man so ein bisschen in den Kran ertreten. Pass mit deinem Rucki auf, dann mal. Ja, wieso? Passt das? Ja, passt. Gut. Alright. Das ist ein Wetterseil. Cool. Und mit da nochmal? wie rutschig das ist. Warte mal. Wenn das runterkommen wird, schwierig. Ja, nein, abseilen einfach. Ja, okay. Können wir das Seil nutzen, oder was? Klar. Aber nett, wenn das umfest ist. Ich bin Chris, ich bin bei dir. Das sieht ja voll neu aus, Junge. Ist das nett? Das ist ja nett, dass einer ein Seil hingehangen hat. Wer? Irgendwer. Nee, Kerl, ich hab doch Kerl gesagt. So, die ersten Quatschaktionen da oben. Jetzt ist Bank schon wieder kurz schon an. Jetzt guck mal beim Felix zwischen beiden, das ist ein Schlimmel da. Ja. Warte.
Den Schnippel hier festhalten? Ja, festhalten. Es ist das Perverseste, was ich seit langem gemacht habe. Ich kenne Schlimmeres. Hier, genießt einfach. Was in der Hölle passiert? Ja, ganz ehrlich, hätte ich direkt ein Chokebag noch mitnehmen können. Ach so. Okay, stimmt. Ich komme mir aber, glaube ich, so sonst. Ich kann dir auch meinen Milchreis-Track nie geben, weil ich merke das ja eh nicht. Ich habe hier nur vor dem Griff, Alter. Oh, war ja noch vor dem Bauch. Treppen. Alle mal rückwärts. Ein bisschen gefettert. Ja. Und selbst vom Löffel, ne? Geil. Mega. Ja, der Einzige, der einen hat, ist am Haufen. Ich sage noch nichts dagegen, aber so würde ich da nicht aufsteigen, weil du hast alles. Wenn ich jetzt sage, ey, ich hatte extra nur für das Wochenende, dann das erste ist der waren mal ein Blöd geworden. Die wurden gerettet quasi, die Hallen? Ja, der Schluss Beton da. Hammer! Unglaublich! Wenn ich mir die Kante angucke. Bist du weiter rechts mit dem Rucksack? Dann hast du mehr Platz. Achso, andere rechts. Da war gar nichts drin. Wir sind genug rumgelaufen. Wir werden hier lagern. Wir bauen hier auf. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Ja, wir haben ein bisschen eine Atmosphäre gemacht. Ja, müssen wir nochmal hier dick ausleuchten. Ja. Und gut filmen. Aber so lässt es sich aushalten. Sieht auf jeden Fall recht gemütlich aus. Jetzt kannst du die Lampen ausmachen. So, das Ziel ist erreicht. Ich liege und bereite mich aufs Schlafen vor. Ich bin aber der Erste. Wenn wir uns bewegen, oder? Sollten wir die hier so umstellen? Ich glaube jetzt mal ganz im Ernst, da wird keiner vorbeikommen. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn, wäre es witzig? Ja. Nee, gruselig. Gruselig auch, ja. Aber gruseliger wäre es noch, wenn wir uns filmen und dann trotzdem jemand vorbeikommt. Ja. Ja, so sieht's aus. Ich leg mich hin und schlaf. Ich stelle mal die anderen Anzüge. Ja, ihr seht richtig. Das ist Morgenhygiene. Also geschwind die Sachen gepackt.
und uns auf die Socken gemacht. Und jetzt starten wir das 350. Enjoy it, guys. Enjoy. Oh, Hilfe. Oh, hochgucken mit dem Helm ist gar nicht so einfach. Let's go. Wir machen eine kleine Hürdentour, einen kleinen Spaziergang. Ja, ihr seht richtig. Das ist eine 360-Grad-Kamera, mit der ich eigentlich den kompletten Rückweg für die Nachwelt festhalten wollte. Was sich am Ende allerdings als kompletter Fail entpuppte. Denn die ganze SD-Karte war leer. Starten an dem Monument hier. Genau. Ja, das wird jetzt alles ungeschnitten. Und unzensiert. Jungs, zieh die Hosen hoch, es geht los. Nicht. Weswegen ich jetzt maximal noch ein paar Szenen zeigen könnte, in denen ich wie ein Blödmann den Selfie-Stick in die Luft halte. Aber ich kann es einfach lassen. Ja, Schlafplatz abgebaut, Rückweg zurückgelegt. Die Welt angelegt. Und da hinten haben wir Sonnenlicht. Tour ist vorbei quasi. Oh nein. Geile Nummer. Ja, okay. Wird auf jeden Fall wieder gemacht. Jo. So, die Bedienung kommt. Sehr geil. Die Treppe ist richtig geil. Ja. Oh, ich verteile mal. Jetzt erstmal großes Survival Food hier. Radler, einmal Pilz für dich. Und Vulkan für dich. Biohelm. Aufs Tageslicht. Und die Moral von der Geschichte: Zum Nachmachen ist das Ganze nicht. Vor allem ganz alleine nicht. Und schon gar nicht, wenn Fledermaus-Schwurmzeit zwischen Oktober und März ist. Aber auch ein Backup-Team ist Pflicht, welches für den Fall der Fälle eingeweiht ist. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schlafen sie auch heute noch. Irgendwo.